Ah, Holzblöcke. Natürlich. Jetzt brauche ich Holzblöcke, die ich gerade da nicht reingelegt habe. Hey. Da. Mein Sortierungssystem ist gerade voll für den Arsch. Da hätte ich hier die Scheiße reinlegen sollen. Da die Blöcke, ne? Ich brauche eine Tür. Oder zwei. Oh, die Türen kosten Kupferbarren. Das ist nicht gut. Ich wollte mein Kupfer nicht sofort für sowas raushauen. Ah, ich brauche zum Glück nur eine. Au! 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 Ne, ist gut, so die Tür. Also besser als gar keine Tür auf jeden Fall. Hm. Kupfer. Machen wir erstmal 6 Stück. In der Zeit gucke ich mal ganz kurz jetzt weiter. Dann kann ich ja, dann brauche ich ja noch nicht mal Qualitätsstufe 5 den Stab bauen. Und mir das sozusagen, kann ich ja direkt weitergehen. Kupfer brauche ich. Veredelter grüner Smaragd. Mal gucken. Ich glaube, den konnte man hier bauen. Dafür brauche ich... Ach, ich habe aber nicht genug dafür. Deswegen konnte ich es nicht machen. Okay. Ich habe nicht genug Smaragde. Wow. Ich finde lustig, wie die Dinge einfach aufploppen und so. Ich bin fertig. Bauen wir ruhig weiter. Okay, dann können wir den noch nicht bauen. Schade. Sehr, sehr schade. Aber die könnte ich bauen, oder was? Ach so, der Schuppen ist extra, also Schuppen sind extra dafür da. Die Frage ist, wozu ist ein Hammer oder eine Axt? Sind das echt dann Waffen? Ach so, Spitzhacke wäre... Das ist wirklich eine Waffe. Okay. Lebensregeneration. Hui, plus 28 Leben. Nee, aber ich würde gerne den haben, aber ich habe keine Smaragde. Dann nehmen wir den. Ach, grüner Smaragdstaub. Ich habe nicht mehr grünen Smaragdstaub. Warum wollen die mir den Smaragdstaub abgönnen hier? Also klauen. Grüner Smaragdstaub. Woher habe ich die überhaupt, die Smaragde? Ich glaube, durch Rumgerenne, ne? Auch da brauche ich Smaragdstaub. Ich vergesse das die ganze Zeit. Dann machen wir mal den hier. Heilung machen wir auch. Passt. Die Schildkröten droppen die. Das ist natürlich cool. Dann muss ich natürlich mal die Schildkröten farmen. Weil ich wusste, irgendwoher habe ich ja schon welche gekriegt. Ich brauche nämlich die. Unbedingt. Dann kann ich nämlich den großen sofort bauen. Und zwar diese Waffe hier. Muss ich nur Smaragde farmen. Ich habe nämlich einen Schuppen bekommen. So, aber wir gucken natürlich jetzt erstmal nach der zweiten Rüstung. Da brauche ich auch dieses Stromquarzzeug. Genau, das klappt. Ah, aber so viel... Also ich habe so viel Baumwollstoff gefarmt, weil ich dachte, man braucht so viel. Aber guck mal. 2, 3, 4, 5, 6. Nur... Das ist natürlich cool. Habe ich da schon eine Tasche? Nee. Ich glaube nicht. So, Toben. Wofür war Toben nochmal? Stand das nicht hierbei irgendwo da? Ah, damit kann man schön im Endgegnerkampf so Wems. Aber die Waffe macht Erde kaputt, Zahn, also pass auf. Naja, ich weiß nicht warum, aber meinst du jetzt einfach nur, weil ich dann Löcher im Boden reinhaue? Zufälligerweise. Okay, ist fertig. Dann gehe ich mal dran. So, und wir gucken mal jetzt nach. Können wir jetzt? Ja, können wir. So. Umhang habe ich einen besseren, das heißt, ich brauche den hier. Den. Den. Mana-Sucht. Oh, 20% Chance, 10 Mana zu regenerieren, nachdem man Schaden hat. Also immer wenn ich... Bäm! Aua! Zack, kriege ich Mana. Kein Hut? Wieso habe ich keinen Hut?
Ach. Ich habe den nur nicht rausgeholt. Ich wollte gerade schon sagen. Ring könnte man ein bisschen irgendwo herstellen. Hier, da ist einer. Gegen Naturschaden. Naja, dann bauen wir den einfach mal. Okay, jetzt haben wir das auch hier im kompletten Ding drin. Magischer Ring des Donners. Veredelter Stromquarz. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Quarz rausgehauen für diesen Staub. Und ich hätte den machen sollen. Dann baue ich den auch noch nicht. Oh, was ist denn hier los? Schwacher Heiltrank, der einfache. Oh, der ist besser. Reduziert. Zauberschaden für 2 Minuten. Mana. Normaler Mana-Trank. Da. Kartoffeln hätte ich ernten müssen. Und der Stab macht Licht. Fackel. Was ist das? Achso, genau. Ich muss irgendwann... Okay, habe ich nicht. Irgendwann die Dinger ja auch upgraden. Das finde ich auch richtig cool. Dann bauen wir die mal hin, damit ich hier die Dinger loswerde. Na gut. Ich brauche Quarz. Und dann muss ich Schildkröten farmen. Und das Ganze relativ zügig. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch wieder reinpacken können. Holz kommt da wieder rein. Die alte Rüstung. Kann man hier eigentlich irgendwas mitmachen? Ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, was ich eben mache, ist... Wie gesagt, ne, ich finde die Sortierung falsch rum. Das müsste hier rein. Beziehungsweise eigentlich würde ich draußen die Truhe sogar hinstellen, damit man das besser so... Achso, ich bin ja hier schon. Damit man das besser sieht. So, so rum. Dann gehe ich hier dran. Und hier kommen die Blöcke rein. Die man vielleicht ja mal gebrauchen kann. Und daneben kommen unsere Ressourcen rein, die wir vielleicht mal gebrauchen können. Kohle. Ne, die nicht. Die kann ich immer gebrauchen für unterwegs. Das. Habe ich richtig gemacht? Ja. Holz packen wir auch mal da ruhig rein. Die auch. Das. Jetzt brauche ich auch keine Baumwolle mehr ernten. Ich sehe nur gerade. Achso, das falsche Ding. Dann kann ich nur einen herstellen, dann ist das Zeug auch komplett weg. Stört mich das nicht mehr. So, und die kann man voll in eine Tonne kloppen, habe ich gehört. Dann machen wir das auch. Wozu auch sammeln? Ah, warte, da war noch. Die Schuppe, die ja momentan ziemlich viel wert ist, weil das die nächste Stufe ergibt. Und die da rein. So, ich bin bereit für die zweite Welt. Denn da sind diese komischen Sandpanzer und ich glaube, die sind das auch. Und es gibt das. Gib ihm! Schade, hat 12 Erfolge. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube nicht, ne? Auf Steam gibt es gar keine. Oder eben, ich habe selber nie getestet. Ist natürlich auch möglich. So, erstmal so einen Stein benutzen. Und dann, da sehe ich Quarz. Machen wir den im Kalt, der stört mich. Mal gucken, ob die was droppen. Rohrgrüner Smaragd, genau das brauche ich. Finde ich gut, dass man auch Monster farmen muss dafür. Au, ich habe vergessen, was der haut. Achso, ich wollte Quarz abernten da hinten. Das nehme ich natürlich mit. San, du solltest ja das Angstschild in Terraria craften. Ja, wenn jemand... Ach ja, die Folgen sind noch gar nicht raus. Ich habe mir später was anderes Cooles gegönnt. Und bin kein Nahkämpfer gewesen beim letzten Endgegner. So viel schon mal als Spoiler einfach nur, weil ich es kann. Die Folge kommen ja jetzt nach und nach. Jeden Tag kommen sie raus. Müsste eigentlich spätestens nächste Woche fertig sein.
Franzbur ist da, wie cool. Hallöchen. Auch mal wieder nice, dich zu lesen. So, haben wir. Und Gegner brauchen wir. Gefühlt gibt es hier wenige. Wuhu. Wuhu. Da ist ein fetter Klops. Da ist die Frage, spawnen die eigentlich nach? Eigentlich schon, oder? Sieht nice aus, das Game. Finde ich ehrlich gesagt auch. Wenn man mal so von dem Rumgegrinde Abstand nehmen möchte aus 12, kann man sowas mal einfach mal sich gönnen. Naja. Ne, Kupfer brauche ich gar nicht. Nicht unbedingt jetzt. Komm ruhig mit, was auch immer das war. Genau, 11,99 €. Ist Early Access, das heißt, es ist auch noch nicht das Endstadium. Also ist da irgendwas, was einem gerade so nicht gefällt, weil man sagt, puh, das wäre cooler, wenn es nicht so wäre. Dann kann man runterfallen. Ne, dann kann man Hoffnung haben, dass es sich halt noch verbessert. Wow, Level 5, das ist natürlich geil. Ist mal wieder Punkte hier drauf. So, dann entweder Steinbeißer. Erhöht den Abbauschaden oder reduziert den Verlust von Haltbarkeit beim Abbauen. Ja, das ist die Frage. Bin ich lieber schneller? Kann man beides? Achso. Man kann das jederzeit wechseln, das ist auch cool. Reduziert den Verlust oder schneller. Wir können ja mal gucken, wie schnell ist schnell. Also wie stark merkt man das? Ich muss unbedingt hier... Seht ihr das? Da unten ist ganz viel. Ich muss einfach in eine Höhle und dann irgendwo hingraben, glaube ich. Ich habe den verfehlt. Bäm! So muss der explodieren. Ja, bei Early-Spielen ist es leider so, dass die meisten nie fertig gemacht werden. Ja, das ist immer der große Nachteil. Ich kann zumindest einfach mal sagen, es gibt gerade einen sehr großen Hype um das Game. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Und die Chance, dass die dann weitermachen, ist relativ groß. Bei Games, die halt so einfach so hier da sind, ist halt für die Entwickler häufig kein Grund weiterzumachen, wenn die nicht genug Erfolg dadurch kriegen. Dann lieber am neuen Game setzen und so weiter. Gerade bei Early Access ist es halt häufig das Schlimme, dass man demotiviert wird, wenn man sieht, oh, die Verkaufszahlen sind ja fast gegen null. Die Frage ist, was passiert, wenn man da runterfällt? Einfach mal runter. Ich darf mir nicht unter mir auf jeden Fall das Ding kaputt machen. So, auf jeden Fall muss ich, glaube ich, unterirdisch. Die Macher sind fast alle deutsch, das wird schon. Vielleicht waren die deswegen so nett, und haben, weil die haben mir sogar geschrieben, wir haben deinen YouTube-Kanal angeguckt und waren sehr positiv überrascht und denken mal, deine Abonnenten werden das Spiel lieben. War deren Antwort darauf, wo ich gefragt habe, ob die mir einen Code zum Testen zuschicken können. Wahrscheinlich haben die das dann wirklich abgecheckt. Vielleicht sind es jetzt auch meine Fans geworden. Deswegen habe ich bestimmt 50 neue Abonnenten. In zwei Wochen. Also in einer Woche, meine ich, seit letzter Woche. Das ganze Team hat jetzt voll Fun dran gefunden. So, jetzt glaube ich, wird es langsam Zeit, dass ich mich... Ist wahrscheinlich ähnlich zu Minecraft, ne? Einfach runterbuddeln. Weißt du, aber ich bin sowas nicht mehr gewöhnt. Bei 12 machen wir das ja auch nie. Ja, oder die Verkaufszahlen sind zu hoch. Und die denken sich, okay, dann müssen wir uns ausruhen. Wo war denn der Eingang zu dieser Höhle? Ich habe den schon wieder verpasst. Aber erstmal ein bisschen ernten. Und ich kann mir vorstellen, das muss man einfach mit 2-3 Mann zusammenspielen. Einfach weil es viel, viel cooler ist.
Also kann sein.